Hallo, Gwyneth hier. Fabulous Feel Good Freitag. Das Wochenende steht schon wieder vor der Tür. Diese Woche war wirklich wunderschön. Ich habe ein kleines Frühstück gehabt mit einigen Geschäftsbesitzerinnen in Grein, wo ich in der Nähe von wo ich zu Hause bin. Es war wirklich einfach toll. Und wir haben natürlich darüber gesprochen. Was machen Frauen? Es ist wirklich schwierig manchmal, um von sich irgendwie rauszugehen. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ich weiß, dass ich irgendwas anders machen möchte, aber ich weiß nicht genau was. Also letzte Woche habe ich ein paar Fragen gestellt und diese Woche frage ich wieder. Diese ist eine meiner Lieblingsfragen. Stell dir vor, du wärst schon 90 und es ist dein Geburtstag, deine Familie, deine Freunde, deine Enkelkinder, die sind alle um dich. Du sitzt in deinem Lieblingssessel, in deinem Schaukelstuhl vielleicht und schaukelst ein bisschen nach vorn zurück. Der Tisch ist einfach voll bedeckt mit leckeren Sachen, die du so gerne isst. Und es gibt Champagner und tolle Musik und die Sonne scheint und es geht dir einfach gut und du fühlst dich wohl. Und du denkst dir, ja, mein Leben ist wirklich schön, ich habe so viel Glück. Und dann kommt einer der Enkelkinder oder eine Freundin zu dir rüber und sie sagen, ja, erzähl ein bisschen, was war die schönste Zeit deines Lebens? Oder worauf bist du am meisten stolz? Was hast du in deinem Leben geschafft? Und überleg dir dann, welche Geschichten erzählst du, wenn du 90 bist, wann du 90 bist? Welche Geschichten möchtest du deine Freunde, deiner Familie, der Welt erzählen, was du in deinem Leben geschafft hast? Manchmal kommen da sehr überraschende Ergebnisse raus. Ich habe es einmal mit einer Klientin gemacht. Sie war Rechtsanwältin. Sie hat wirklich nicht gewusst, was sie noch machen möchte, in welche Organisation sie arbeiten möchte. Und wir haben diese Übung gemacht. Und eine Woche darauf ist sie zu mir zurückgekommen. Sie hat gesagt, jetzt weiß ich's. Ich möchte nach Afrika und mit Kindern arbeiten. Das war eine riesen Überraschung für mich, für ihre Eltern war es ein bisschen ein Schock, weil sie sehr viel Geld ausgegeben hatten, damit ihre Tochter studieren konnte. Aber es ist wirklich so wichtig. Überleg dir bitte diese Woche, wenn du 90 bist, welche Geschichten erzählst du dann? Arbeite dann rückwärts und fang heute mit dem an. Alles Liebe, Fabulous Feel Good Freitag, bis zum nächsten Mal und tschüss.